Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem weiteren Lotus-Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ein neues Update ist erschienen vor einiger Zeit für den KT und das wollen wir uns heute mal genau angucken. Währenddessen gab es natürlich schon weitere Patch-Notes. Also am 19. April, das Ganze war jetzt das große Update gewesen, weil das jetzt im Namen Multiplayer behoben wurde oder wo der Name jetzt im Multiplayer behoben wurde. Die Kupplung teilweise bearbeitet und bedienbar über die Leitstange, nicht final. Antriebshebel hat nun einen Sound, Innenbeleuchtung nochmals angepasst, Sitztexturen ausgetauscht, Reflexion der Scheiben hinzugefügt und so weiter. Und so weiter ist immer ganz toll, weil man dann halt nicht weiß, was mit und so weiter gemeint ist. Dann gibt es noch weitere SIFA-Sounds, wurden nochmal, oder sind jetzt verfügbar. Der Außenspiegel wurde nochmal angepasst oder ausgebessert. Und dann gibt es jetzt den Umformer für Wagen A und Wagen B. Ja, also das Ganze ist jetzt in diesem neuen Update jetzt mit drin. Wie gesagt, alles im Steam Workshop erhältlich. Könnt ihr euch den Ganze natürlich kostenlos runterladen. Und wir wollen uns das heute mal angucken und sind heute auf der Karte von Willi unterwegs. Hier in Berlin. Und ihr seht schon, ich bin nicht alleine. Der Hobby ist da, der Phasus ist da. Und zusammen wollen wir uns mal ja, den neuen Abschnitt hier angucken von der Berlin M6-Karte. Ihr seht, es ist aktuell noch ziemlich duster hier. Hier ist nichts verbaut, außer halt das Original BVG-Gelände hier ist. Und teilweise muss ich ganz ehrlich sagen, hat er gut gemacht, weil das existiert da wirklich. Ich habe sogar das Schulungsgebäude wieder entdeckt. Also das ist schon ziemlich cool. Hier BVG natürlich, ne, und so weiter und so fort. So, ja, erstmal wollen wir uns das Update hier angucken. Kriege ich das überhaupt noch an, das Ding? Mal gucken. Erstmal Stromabnehmer hoch. Jetzt sehe ich, dass Wasser die Türen geöffnet hatte. So. Ah. Er war da, hat die Tür aufgemacht, habe ich gerade gesehen, kommt rein. Stromabnehmer ist da. Dann waren wir jetzt hier hinten noch. Ach, warte. So. Seid mal, wartet mal, seid mal bitte ganz, ganz leise. Ihr hört's, ne? Das ist so ein ganz leises. Das ist der Umformer, der jetzt mit dabei ist. Der jetzt mit dazugefügt wurde. Ja. Damit das Ganze nicht mehr ganz so ruhig ist. So. Was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich den Schlüssel. Nein, das hat sich nicht gepasst. Oh. Oh. Das geht gar nicht. Da oben war nichts mehr. So, Vorwärtsgang. So, da war er. Da ist er. Ist gestartet. Ich bin noch nicht zu doof dafür. So, die Türen auf. Funktioniert nicht. Warum nicht? Warst du das jetzt gewesen, der jetzt gebremst hat? Ja, ich war das. Ich hab eine Gefahrenbremsung geübt. Oh ja, wir haben tatsächlich den Sound. Dann waren wir jetzt doch nicht gewesen hier. So, jetzt sind wir. Ja, es hat jetzt irritiert, weil Phasus jetzt losgefahren ist. So, Lotus LED Matrix Version GT6N. Alles klar. So, Türen sind offen. Licht an und ja. Au, ich habe vergessen, Dings auszuwählen, wa? Was denn? Jetzt kann ich das Ding gar nicht schildern. Die Heckmatrix wäre da. Oder nee, das Ibis. Hast du gar kein Ibis drin? Nein, jetzt habe ich gar kein Ibis drin. Oh, nee, denn? Den kann ich nicht schildern. Das ist doof gelaufen. So, Spiegel hier noch einstellen. Zip. Ah, jetzt sieht man professionell das. Wie immer. Ja. Also, das haben sie doch gepackt, damit jetzt sogar die Türen offen siehst. You see, dass die Tür offen hat. So. Erstmal Spiegel einstellen hier. Oh, das war zu weit. Das finde ich so blöd, dass du es so von außen machen musst. Ich muss sagen, meiner war direkt eingestellt, wo ich Kathi jetzt gespawnt habe. Meine auch. Musst du den jetzt nicht mehr einstellen? Oh, keine Ahnung. So, perfekt. So Feinschliff kannst du noch machen, aber. Läuft, 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 läuft. So, dann los geht's. Soll ich vorausfahren? Ja. Ding. So, jetzt können wir uns das Ganze mal anhören. Wie gesagt, ihr habt ja gehört, sogar der Schalter, der hat jetzt einen Ton. Einen SIFA-Ton gibt es jetzt auch, falls euch das Ding abschmiert. Oh. Hobby, wartet bitte, danke. Bitte. Ready first.
Achso, stimmt. Ladies first. Oh, soundtechnisch? Soundtechnisch passt aber, ne? Hat er gut hinbekommen. Also das Ganze ist natürlich mit Zusammenarbeit von Kira, ne? Weil Kira nicht immer vergessen hier. Oh, wie so schön scheppert. Ja. Ja, ich liebe dieses Schepper-Geräusch, ja, wenn er so schön ratatatatam. Ah ja, hier sind die neuen Texturen. Also vorne zumindest. Also das Polster hat auf jeden Fall neue Texturen bekommen, so wie ich das Ganze jetzt sehe. Ja, stimmt. Sonst, wie gesagt, der hintere Teil, der ist weiterhin von Kartoffelphantom. Was war jetzt noch so gewesen im Update? Achso, dass wir hier vorne ja diese Stangen jetzt ja, also die Kupplung jetzt dementsprechend jetzt einstellen können, wie wir wollen. Ne? Also das ist so ein kleiner Gimmick hier, den man hier so ein bisschen einstellen kann. Da müsst ihr hier auf diese kleine Stange hier drücken, die ihr hier seht. Ne? Und dann könnt ihr das Ganze dann dementsprechend halt auch noch einstellen. Ne? Ob ihr das nach vorne oder nach rechts ausgerichtet haben wollt. Ja, also ist nett. Ne? Also passt schon. Ja, damit ich hier nur alles hier zeigen kann. Achso, ich dachte schon, der Multiplayer. Weil uns geht es ja ein bisschen um die Straßenbahn. Ja, ich überlege gerade, was jetzt hier noch war. Ich gucke mal ganz kurz durch. Also, wie gesagt, die Kupplung wurde überarbeitet. Antriebshebel hat nun einen Sound. Das haben wir ja gehört. Innenbeleuchtung nochmals angepasst. Können wir auch nochmal gucken, wenn wir das Ganze jetzt hier den Fahrerraum jetzt einfach mal beleuchten und die Innenbeleuchtung. Ne? Also, gut, sieht man jetzt tagsüber natürlich nicht. Ne? Aber ich glaube, das sieht man doch schon, dass das Ganze ein bisschen irgendwie heller wirkt. Ja. Die Sitzsektoren wurden ausgetauscht. Reflexion der Scheiben hinzugefügt. Ja, ich glaube, das sieht man jetzt hier auch, wenn wir uns jetzt speziell jetzt mal, ich muss immer hier ein bisschen rüber tappen, dieses hier angucken, ne, da sehen wir da eine Reflexion, ne, in der Scheibe. Also auch hier ist das Ganze angepasst worden. Wie gesagt, der Außenspiegel wurde ausgebessert, Sifa-Sound habe ich nicht an und der Umformer, den hören wir ja die ganze Zeit, der ist ja permanent immer an. Und hier ist der, und hier ist halt der Ton, ne. So, Berlin M6. Welche Linie fahren wir denn jetzt eigentlich? Die M8. Wir sind jetzt auf der M8 unterwegs. Wir sitzen ein ab Herbstbergstraße, Ecke Siegfriedstraße. Also ab hier. Fahren dann den Kurzläufer okay. Bis Landsberger Allee, Petersburger Straße. So, muss man natürlich ein bisschen laden hier, ne? Viele Objekte werden mitgeliefert, ne? Aber ich weiß gar nicht, die Karte jetzt aktuell ist nicht verfügbar, ne? Nein, ist aktuell noch. Work in Progress, beziehungsweise die Version ist noch nicht verfügbar. Also auch hier werden, wie gesagt, haufenweise Objekte mitgeliefert. Ne? Haben wir jetzt zum Beispiel schon am Betriebshof gesehen, dass die Objekte da selbst gebaut werden von Willi. Die werden dann auch mitgeliefert. Auch ja, hat er jetzt hier zum Beispiel diese Säulen da selbst gebaut, ne? Diese Haarschilder da? Nee, ich glaube nicht, oder? Doch, ich glaube, ja. Also diese Säule, nicht diese einzelnen Stangen, sondern nur diese Säule. Mir geht es jetzt nur um diese Säule. Alles selbst gebaut. Hier ist unsere eigentliche Starthaltestelle. Hier ist unsere Starthaltestelle. Also nur am Anfang ist die Karte umgebaut, sagt Fasus. Ja, also Haltestellen, das Ganze. Wir sind bloß ein Verstärker, deswegen fahren wir bloß hinterher.
nicht. Also da vorne sieht man ja schon die Hochhäuser. Ja, ich sehe bloß leider eine Wand vor mir. Achso, ja, aber da musst du deine Hochhäuser sehen. Nein. Die werde ich mal jetzt abbremsen. Ja, ich mach gleich weg. So. Jetzt hat er ein bisschen nachgeladen. Vorne ist eine Haltestelle, da kann man nachladen lassen. Ich sehe immer noch die grüne Wand. Also mit den ganzen Sounds, jetzt mal ohne Quatsch jetzt. Mit den ganzen Sounds finde ich den KT jetzt tausendmal geiler. Das war immer noch so ein bisschen ruhig immer alles gewesen, so, weißt du? So in dem KT halt. Da hast du die Hebel ja gedrückt und da hast du gemacht und getan und hattest relativ wenig Feedback. Das hast du jetzt halt, dadurch, dass du jetzt den Schalter auch hörst, ne? Das finde ich sehr, 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 sehr gut gemacht jetzt. Also. Ah, jetzt. Bläpp. So, das sind alles Häuser zum Beispiel, die Billy hier selber fotoknipst hat. Fehlt natürlich da an Vegetation und sowas, ne? Ja. Die Ampel funktioniert hier noch nicht, oder bist doch, du... Doch, die funktioniert. Die ist gerade auf Rot gesprungen. Achso, okay. Die hat dich gescannt. So, mal gucken. Mal gucken. Jetzt muss ich leider mal gucken, weil wir sind bin ich gerade schon leider lange nicht mehr gefahren. Oh, ich höre nur Klingeln. Guck mal, Easter Egg. Wir haben ein Easter Egg gefunden, nämlich den Willi, wie er nämlich die Häuser fotografiert. Ja, das muss ich leider zeigen. Ja. Das ist mir zum Beispiel mal aufgefallen. Ne? Da sieht man den Willi in der Haustür oder in der Eingangstür, wie sich das Ganze so spiegelt halt. Ne? Und das sieht hier wirklich so aus, ja? Das ist halt wirklich so mit diese Ecke hier. Ist ganz entspannt, da lang zu fahren. Wahrscheinlich geschweige vielleicht noch zu wohnen oder sowas. Ich meine, kann man sagen, was man will. Ist leider so, jetzt. Da muss ich jetzt mal den Willi auch mal so ein bisschen in Schutz nehmen, ja. Es sind halt wirklich, wenn man sich das Ganze mal anguckt, einfach nur, ne, Quadrate. Okay? Das sind einfach nur Quadrate, ja, die die Häuser jetzt hier baut. Also kein Balkon oder so, wird halt angezeigt oder so. Aber ey, der hat ein richtig gutes Handy, Alter. Das ist schön scharf. Aber was mir auffällt, ist, es ist halt wieder Etage für Etage immer die gleiche Etage. Aber gut, da guckst du wahrscheinlich nicht so drauf, ne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das reicht vollkommen aus, um die Performance halt wirklich zu schonen. Ja? Gerade jetzt aktuell reicht das Dicke so aus. Hier sehen wir so zum Beispiel. Was jetzt? Was ist jetzt? Achso, wir sind gerade in der Aufnahme, deswegen. Oh. Ja, pst. So, sehen wir jetzt hier zum Beispiel hier auch den Einkaufsmarkt. Hier sieht es natürlich mit der Textur ein bisschen doof aus hier. Da hat er jetzt hier irgendwie so ein bisschen gefuscht hier. Ja, oder hier auf der Seite hier zum Beispiel, da hat er ein bisschen komisch geschnitten, aber sonst das Hochhaus hier, ne, das sieht so, also, kann ich auf jeden Fall sehen lassen, ne? So, fahren wir weiter, ne, erstmal Tür zu. User left your channel. User left your channel. Ja, das war BFV gerade zu Besuch hier, der mich darauf hingewiesen hat, mach doch mal Update-Video. Mal Update-Video. Das weiß ich. Genau, war eine Arbeitskontrolle. So, okay. Ja, das, was ich eigentlich sehr, sehr gut finde, ne, dass man gucken kann, wo man lang fahren muss. 21 Einsätze, M13, M10, also M8, Einsätze, M10, M5, Einsätze, M13, 16. Das ist hier wirklich einfach nur höchsten Slums hier. Und die Karte zum Beispiel, die ist Multiplayer-fähig. Also die könntet ihr sogar im Multiplayer fahren. Wie so eine Katze, verstehst du?
Schön. Finde ich cool. Bei dir in der Gegend für Katzen rumlaufen, aber da muss ich aber Einspruch erheben. Finde ich cool. Was? Willis Karte ist aktuell noch nicht öffentlich zugänglich. Nein, das haben wir aber schon gesagt alles. Gut. Nee, weil du gerade meintest, die Karte könnte ich auch im Multiplayer fahren. Ja, später. Später, genau. Wenn sie denn erschienen ist. Die neue Version. Die alte Version ist ja auch schon. Gibt's die überhaupt noch? Die alte Version vom Willi? Ich glaube, es gibt noch eine alte Version. Auf was warten wir jetzt hier, Phasus? Auf Fahrt. Auf schönes Wetter. Ja, das kann ja sein, ja. Auf was dachtest du jetzt? Keine Ahnung, vielleicht guckst du dir die Gegend an oder so. Du bist vielleicht schon hier Rewe shoppen gegangen oder so. Nee, wenn du siehst da vorne, da ist so ein F0 und es müsste sich erstmal zu einem F1 begeben, was es jetzt tut. Ja, Phasus braucht Glück auf dir. Nein, alles in Ordnung. Boah. Ihr dürft die Kreuzung erst befahren, wenn ich die Kaltstelle verlassen habe, ja? Versagtet. Warst du schon mal in der Fahrschule? Keine Zeit, weil dann wird jetzt schon wieder rot. Kreuzung räumen. Naja, ich fahr mal ein bisschen vor. Ich muss die ganze Zeit klingeln hinter mir. Ich klingel nicht. Nee, wahrscheinlich. Also ich musste jetzt so gerade zweimal, weil ich die Notbremsung geknallt hatte, weil du abrupt immer stehen geblieben bist. Ich fahre nicht mit 50 über die Kreuzung. Tja, Schande. Dann bist du kein waschechter Berliner. Von Landsberger Ecke Petersburg ist es noch schlimmer. Da darfst du mit 10 über die Kreuzung. Das ist jetzt der neu ausgestellte Bereich hier. Hier ist nur noch 30, ja. Ich fahre 15, danke. Gut, ich wollte es sagen. Dass du dich wunderst, warum ich so in Anführungsstrichen so langsam fahre. So, Türen auf. Fahrscheine. Ja, also ist auf jeden Fall ein wunderschönes Update mit dem KT geworden. Also wie gesagt, dass du jetzt ein Feedback halt jetzt dabei hast, das finde ich sehr, sehr angenehm. Hat dann doch irgendwo ein bisschen gefehlt, weil es war halt wirklich sehr, sehr ruhig. Hast du die Türen geöffnet? So. Ich war da nicht mehr. Türen sind jetzt zu. Also, so, das Back hat Hobby, Phasus wieder, weil ich wieder zu schnell bin. Ja. Das war zwei kurze Anmerkungen. Ich hatte den Ersteller der KT mal darauf hingewiesen, dass der Anfahrsound der Berliner Variante nicht so klingt, sondern anders. Jetzt hat er auch, ich weiß auch endlich. Nicht wie der Schnee. Er wird versuchen, das zu ändern. Also ich fand aber eigentlich schon, dass er den ziemlich gut getroffen hat. Aber ich bin halt auch schon lange nicht mehr Straßenbahn gefahren. Ich schick dir nachher ein Video, weil ich glaube, du hast es auch nicht mehr richtig erinnert, wie das klingt. Aber da gibt es ja bestimmt auch verschiedene Bauserien. Also vielleicht fährt heute nicht mehr jede Bauserie, aber früher gab es bestimmt auch verschiedene
Kann gut sein, aber ich kenne halt nur diesen Sound von der Berliner Variante. Ja, ich denke mal auch in Berlin wird es Unterschiede gegeben haben von Bau. Kann sein, dass früher aus der Berliner Ostreihe das anders geklungen hat. Ich meine, seitdem wurden ja auch die immer wieder grunderneuert. Die Weiche hat er nicht genommen. Achso, ich glaube, ich hätte mir geradeaus anfordern müssen. Mist. Naja, Phase steht hier einfach wieder so mitten im Weg rum. Und mitten im Weg? Achtest du auch auf Ampeln, Alter? Hier ist keine Ampel. Bei mir ist keine Ampel. Da ist eine Ampel. Ja, jetzt sehe ich eine Ampel. Mach dir Augen auf. Aber Lotus kämpft gerade scheinbar schon wieder hier, weil... Ja, das stimmt. Hier ist bei mir schon wieder zum Beispiel der Boden ist komplett schwarz. Mit 5 oder was? 10 km/h. Ich bin wieder 10 gefahren, ich hab mich erfahren. Ist heute alle wieder rum, 10 km/h. Der nächste kann nicht fahren, das ist unglaublich. Ich hab keinen Kramführer, ich kann ganz kurz sagen, ich kann nicht fahren. Mit was man hier, was für Kollegen man sich abgeben muss. Ich hab einen Straßenbahnbusführerschein gekauft. Bescheid. So. Da zieht er ab. Robby hat brav gewartet am roten Signal. Sehr löblich. Ja. Ja, so eine funktionstüchtige Daisy fehlt hier auch noch, ne? Mhm. Aber das kommt erst mit Fahrplan. Vorher macht es ja auch keinen Sinn, weil. Ja. Bremsen sind aber gut hier vom KT. Ja, das stimmt. Die sind sehr gut. Ja, das sind die Gefahrenbremsung schon gekommen, oder? Nein. Ganz normal abgebremst. Aber das war schon so eine Bremse, wo die alte Oma nach vorne gefallen wäre. Definitiv schon. Das ist normal. Das ist das sogenannte Bremsbowling. Also, wenn die Straße mal vorhin schon nicht in die Knie gegangen ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, Bremsbowling. Nein, hier ist nur übrigens 10 erlaubt an der nächsten Kreuzung bei der Überfahrt, ja? Okay. Erkennbar oben an der 1. Ja. Bin ich da nicht bei uns? Ja, Bio, ne? Ach, Phasus wieder einer auf Klugscheiße. Ja, ja, wie immer. Nein, nicht einer auf Klugscheiße. Ja, Phasus, du bist der geborene Fahrlehrer. Ich fahr nur Bio-Stratkonform. Ja, deine Straße beim vibriert nicht, ne? Was, meine vibriert nicht? Deine vibriert. Ob es ein Dieselfahrzeug wäre. Bum, 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 bum. Bio hat alternativen Antrieb ausprobiert. Ja. Biodiesel. So. Da starten wir vielleicht ein.
Nichts. Yeah. So ist Koppel Bio an, da brauche ich nicht mal selber fahren. Das ist schon eine schöne große Karte, ne? Muss man mal lassen. Und ich finde auch, so mittlerweile gestaltet die sich auch, ne? Wenn er jetzt halt wirklich dann das Ganze dann seine eigenen Objekte dann hier natürlich ausstattet. Ne? Dann hast du hier auf jeden Fall schon eine relativ große Berliner Karte, die es wahrscheinlich so im Ausmaß dann noch nicht mal bei Omsi gibt oder sowas. Ich glaube, X10 ist ja schon riesig. Ja, aber so vom Umfang her wahrscheinlich. Also X10, das bündelt sich ja sehr stark entlang der X10er Linie, ne? Mhm. Und hier hast du aber eine sehr, sehr breite Karte von der Fläche her. Also du kannst ja einmal im Prinzip von der Warschauer Straße kannst du ja bis in Indira Gandhi Straße einmal durchfahren. Und du kannst ja von hier kannst du, also von Landsberger Petersburger, kannst du ja einmal bis zum Betriebshof Lichtenberg durchfahren. Also na, ich hoffe ja, also ich habe ihn ja gefragt gehabt, ob er nicht wenigstens noch eine Linie nach Köpenick bauen könnte. Das wäre das Mindeste. 17 runter, oder? Ja, das zum Beispiel. Ist halt die Karre so schön nach Schöneweide oder sowas. Ja, das ist ja die M17. Beziehungsweise halt die kleinen Nebenlinien, die da verkehren. Die 37 würde nach Köpenick fahren. Meine mehr. 37 fährt nicht nach Köpenick. Doch, Krankenhaus Köpenick. Ist das nicht die 67? Ist 27. 27 so. 60. Da siehst du, wir haben beide keine Ahnung. Die 37 gibt es, glaube ich, gar nicht. Oder es gibt sie irgendwo. 37 gibt es. Ja, da gibt sie, aber das ist es nicht die Linie. Nee, die 37 fährt bis nach Lichtenberg-Gudrunstraße, so war das. Stimmt, das kann sein, ja, dass das die Linie ist, die am Betriebshof Lichtenberg vor der Haustür vorbeifährt. Gemeinsam mit der 21. Ich bin halt nicht mehr oft im Osten unterwegs. Von daher ist das. Naja, alles ausreden. Das sind keine Ausreden, das ist Tatsache. Aber was soll ich da noch? Das Einzige, weil ich da halt hinfahre, sind meine Eltern. Aber da fahre ich dann halt meistens über Autobahn. Dann fahre ich dann nicht über die Stadt. Der Straßenbahn. Straßenbahn, genau. So. Hier rum, Basis? Ja, ja. Okay. Geradeaus ist doch gesperrt. Achso, ja, da ist ein Sperrschild, ja. Geradeaus würdest du jetzt weiter gehen Richtung Alexanderplatz. Also Platz der Vereinten Nationen, Wollstraße und die Braunstraße und dann halt Alexanderplatz rein. Beziehungsweise halt weiter Richtung Kaufbahnhof, Rosenthaler Platz. Kennt seine eigene Stadt nicht. Nee. Die Zeiten sind vorbei. Sieht aber ganz anders aus hier. Als noch. Das ist jetzt hier in die Version davor. Das nennt sich jetzt hier Langenbergstraße. Ja, quasi die Verstärkerzüge der Linien 6 und 8. Ja, und damit kommen wir dann auch schon wieder zum Ende der Folge. Oh, da kommt wieder ein Hobby viel zu über. Ja, ja, ja.
Im schnellen Kreis. Tja, Hobby wieder. So. Achso, Fass hat schon abgerüstet. So toll. Hobby, lass mal an hier. Ich brauche deine Matrix. Ich hab doch Matrix an. Nee, deine ist schwarz. Ich hab 8 Betriebsfahrt geschildert. So, das also war, ja, die heutige Folge mit dem neuen Update vom KT. Guck mal, Hobby hat nicht meinen Spiegel ausgeklappt. Schande. Hobby fährt ohne Spiegel. Schande. Nein, wer braucht einen Spiegel, ganz ehrlich? Ja? Wird da total überbewertet. Bei uns gibt es tatsächlich keine Spiegel mehr an der Bahn. Aber Kameras zumindest. Ja, genau. Nee, die Spiegel werden nicht richtig dargestellt. Das ist das Problem. Sind die eingeklappt? Ja, wie gesagt, das neue Update von KT, das neue Update von Willi. Ja, wir werden euch dann natürlich zumindest mit der Karte weiterhin auf den Laufenden halten. Sobald dann ein Veröffentlichungstermin da ist, wann dann die neue Version erscheint, erfahrt ihr das dann natürlich. Und sonst, ja, muss man ganz ehrlich sagen, also waren schon wieder viele Punkte gewesen, die man tatsächlich wiedererkannt hat. Also von daher passt der Umfang zumindest schon mal. Und ich finde es halt klasse, dass er halt wirklich das Ganze jetzt selber baut. Jetzt sind die ganzen Häuser und die Objekte. Klar, noch nicht alle. Ich glaube, dass hier links auf der Seite sind zum Beispiel jetzt meine sogenannten Lieblingshäuser-Splines hier. Aber ja, Stück für Stück baut er das Ganze dann natürlich um. Ja, also versucht das Ganze dann halt so umzubauen, dass es natürlich dann auch passt. Und das finde ich, das ist eigentlich schon mal ein guter Ansatz. Ja, und Willi ist schon wirklich lange dabei. Ja, der arbeitet schon wirklich extrem lange an der Karte. Und was man ja sagen muss, er baut jetzt zum zweiten Mal die Karte. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Wer weiß, wo er heute wäre, wenn er sie nicht nochmal ein zweites Mal anfangen musste. Soweit, so gut. Ihr könnt gerne in die Kommentare posten, wie euch das neue Update vom KT gefällt oder auch von der Berlin-Karte M6. Dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Und sonst würden wir sagen, sehen wir uns ja zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge Lotus-Simulator hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's der Bio, bedanke mich, sage Tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!